Im bayerischen Bezirk Schwaben gibt es eine Fülle an schönen und zugleich selbstbewussten Kleinstädten. Hier zu sehen Weißenhorn. Die Stadt hat rund 13.000 Einwohner und eine hohe Lebensqualität. Man lebt ruhig, ist aber trotzdem gut angebunden an die Großstädte Ulm, Stuttgart und München. Die mächtige Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten in der Fuggerstadt Weißenhorn. Einen idyllischen Stadtpark gibt es auch. Und dann gibt es da noch etwas ganz Besonderes in Weißenhorn. Bayerns kleinstes Theater, rund 140 Sitzplätze hat es. Das Theater im neoklassizistischen Stil ist gar nicht mal so alt, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte. Im Jahr 1876 wurde es gebaut. Veranstaltungen aller Art finden hier statt. Wenn man will, kann man das Theater auch mieten, um beispielsweise seinen runden Geburtstag in stilvollem Rahmen zu feiern. Es wird heute noch bespielt. Wir haben verschiedene Ensembles da, die eben hier immer Stücke aufführen. Kleine Opern, Mozart-Opern, aber auch einfach so Bauerntheater, einfaches Bauerntheater. Das ist immer wieder wunderbar hier anzusehen. Es hat Atmosphäre, das Theater. Und es macht Spaß, hier reinzugehen und sich ein Stück mal anzugucken. Wie es sich für eine aufstrebende Kleinstadt gehört, wurde Weißenhorn vor gar vielen Jahren auch an einen Bahnhof angeschlossen. Diese Straße selber hat sich dann so ein bisschen zur Prachtstraße entwickelt. Es sind dann entlang dieser Straße ganz wichtige Gebäude entstanden, die wir eben so kennen von Bahnhofstraßen. Ein Bankhaus, ein Konditor, der Uhrmacher, der Juwelier. Die sind eben an dieser Straße dann gebaut worden. Oder ganz vorne beim Bahnhof das Postamt natürlich, die Bahnhofsrestauration. Oder die allererste Villa, die gebaut wurde, die Bahnhofstraße, die gehörte dem Melzer, dem einheimischen Melzer, der an sich für die Brauereien, wir sind hier auch in einer kleinen Braustadt, das Malz hergestellt hat. Hier sehen wir das im Jahr 1901 fertiggestellte Melzerhaus. Noch heute ist es mit seinem durchaus wuchtigen Äußeren das sicherlich schönste Bürgerhaus in Weißenhorn. Schließlich wollte man damals, als Besucher noch über den Bahnhof in die Stadt kamen, gleich von Anfang an zeigen, dass man jemand war. Und dann gibt es noch etwas Besonderes in Weißenhorn, was nun wirklich auch nicht jede der unheimlich vielen schwäbischen Kleinstädte hat. Eine eigene Mühle mitten in der Stadt, eigenen Müller inklusive. Der Müller heißt Heinz Schenk, ist 75 Jahre jung und im besten Sinne ein Alleskönner. Wenn es sein muss, dann repariert Heinz Schenk auch schon mal eigenhändig sein Mühlenrad. Und Geschichten weiß der passionierte Müller ohnehin reichlich und gut zu erzählen. Die Stadtmühle also ist älter als die Stadt Weißenhorn. Und die Stadt Weißenhorn hat vor 2 Jahren 850-jähriges Bestehen gehabt. Also ganz genau ist das nicht so nachzuweisen, aber die Stadtmühle wird circa 890 bis 900 Jahre alt sein. Wickensbach bei Kempten. Die Fotografin Manuela Prediger und ihr Model Melanie Saurer besprechen ihr Fotoshooting vor. Was ich ganz schön finde, wenn dein Kopf hier auf die Säule geht. Manuela Prediger ist eine der besten Fotografinnen in Bayern. Bei der deutschen Fotomeisterschaft hat sie schon den ersten Platz belegt, ebenso bei der bayerischen.
Umso erstaunlicher, die junge Frau aus Kempten fotografiert erst seit 6 Jahren. Am liebsten macht Manuela Prediger Porträtfotografie. Mir ist das Miteinander mit den Personen, die ich fotografiere, ganz, ganz wichtig. Das hätte ich jetzt ja beispielsweise in der Landschaftsfotografie nicht. Das wäre jetzt ganz was anderes. Also das Miteinander, was Neues erschaffen, neue Menschen kennenlernen, gemeinsam Ideen entwickeln und umsetzen, das ist einfach das, was mir so wahnsinnig Spaß macht. Und das kann ich halt in der Fotografie mit Menschen sehr, sehr gut machen. Finde ich ganz schön, wenn du die so in die Hand nimmst und ruhig die Blätter runterfallen, das macht nichts. Im bayerischen Bezirk Schwaben gibt es einige sehr hochkarätige Fotoclubs. Neben den Fotofreunden Wickensbach, bei denen auch Manuela Prediger Mitglied ist, ist vor allem auch die Fotogruppe Dillingen zu nennen. Mal gucken. Ganz toll. Die Schwaben sind ein liebes Volk, hat der Dichter Friedrich Schiller einst geschrieben. Rund 1,8 Millionen dieser lieben Menschen leben heute in Bayerisch-Schwaben. Die wohl ältesten Spuren ihrer Vorfahren hat man hier gefunden, in den Offnet-Höhlen, wenige Kilometer von Nördlingen. Vor mehr als 30.000 Jahren haben hier vermutlich schon Menschen gelebt. So eine Höhle ist natürlich ein interessanter Platz zum Siedeln. Wir haben hier diesen Schutzraum, in dem man sich gut aufhalten kann, der auch im Winter natürlich nicht ganz kalt wird. Im Sommer hat er eine gewisse Kühle. Und das, was hier besonders attraktiv ist, ist natürlich die Nähe zum Raum selber. Wir sind hier über dem Tal. Wir haben einen Blick von dem Höhlenvorplatz über die Landschaft, auch vielleicht zumindest zeitweise im Jahr ein Gewässer. Und insofern konnte man hier immer wieder ganz gut siedeln. Von der Größe des Platzes her, von der Art, wie die Menschen seinerzeit gelebt haben, gehen wir davon aus, dass entweder einzelne Familien hier nur zugange waren oder aber kleinere Familienverbände, also wenn Sie so wollen, eine Großfamilie, die hier gelebt hat. Das Besondere von dieser Höhle ist ein Fund von 2 Schädeldeponierungen. Die macht die große Offnet-Höhle im Rahmen des eiszeitlichen Höhlengeschehens in Deutschland fast einmalig. Eine Deponierung, wo 7 Schädel beieinander waren, eine zweite Deponierung, wo insgesamt sogar 27 Schädel waren. Und die sind alle ganz dicht beisammen gelegen, deponiert worden, also fast wie die Eier in einem Osterkorb. Schmuck fand man auch noch bei den Schädeln. Doch wer diese Menschen damals umbrachte und auch warum, das wird ein Rätsel bleiben. Andere Funde in den Offnet-Höhlen, wie diese Pfeilspitzen oder auch verschiedene Tierknochen, haben jedenfalls nichts damit zu tun. Auch nicht dieser Schädel eines Höhlenbären. Vom Ries im Norden Bayerisch-Schwabens gehen wir in den Süden, ins Allgäu. Genau genommen nach Wickensbach, der Heimat der Vivid Curls. Jurgaus
meinem Fenster aus, blick auf eine fremde Stadt. Weiß wer, wann und wie es ein Licht ausmacht. Doch bin und nie daheim aufgewacht. Also die Irene habe ich dann kennengelernt und wir sind einfach ins Gespräch gekommen, weil man sich so vom Dorf her kannte. Wir hatten allerdings noch keine Freundschaft. Also wir waren jetzt nicht schon in der Kindheit zusammen, sondern es kam erst später, dass wir uns kennengelernt haben. Und dann haben wir einfach drüber gesprochen und haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir die gleiche Leidenschaft haben und die gleiche Musik einfach auch lieben. Und so haben wir dann angefangen, miteinander zu proben und zu üben. Und es war bei uns wirklich so, wenn die anderen am Wochenende weggegangen sind auf Partys, dann saßen die Reni und ich bei mir in meiner Wohnung im Bad und haben Songs geübt. Weil das Badezimmer, das war der Raum, der am weitesten weg vom Kinderzimmer war. Weil ich habe damals zu der Zeit eben schon meinen Sohn Ben gehabt. Und ja, das war für uns das größte Glück. Doch nein, deine Ehe Unterwelt, sie saugt. Allgäu heißt das Lied, das wir hier hören. Ein Lied von der Liebe zur Allgäuer Heimat. Flieg über Wiese beim zu meinem Berg, mir heim. Also ich bin als Kind schon sehr viel durch die Natur gewandert. Ich habe sehr viele lange Spaziergänge, Wanderungen, Bergtouren unternommen, war sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs und das hat mir immer sehr viel Kraft auch gegeben, so meine Freizeit draußen in der Natur, im Wald oder auch in den Bergen zu verbringen. Flackt's Friede mit nackte Füße im Gras, lieb wie's riecht, wenn's regnet, oft warm Stroß. Bring von dem Sondra nix und spiel doch's Glied. In dem Lied geht's ja ein bisschen drum, so auch schon wieder die Verbindung zwischen, also Stadt, ich habe auch eine Zeit lang in der Stadt gewohnt und habe mich da vielleicht nie so ganz zu Hause gefühlt. Also das war mir doch alles irgendwie fremd. Und klar, ich war eine Zeit lang weg, habe da vielleicht auch einiges gelernt, was jetzt gut ist für mein Leben. Aber ich war schon ehrlich gesagt Gott froh, wenn ich dann am Wochenende mit dem Zug wieder heimgefahren bin. Und spiel pures Glied. Der Hofgarten in Augsburg ist einer der idyllischsten Orte in Bayerns drittgrößter Stadt. Im 18. Jahrhundert wurde er für den damaligen Fürstbischof angelegt. Heute ist der Hofgarten ein Treffpunkt für normale Bürger. Und in einer Ecke des Hofgartens, da steht er, zu jeder Jahreszeit, Deutschlands einzigartigster Bücherschrank. Der Bücherschrank kam eigentlich auf Wunsch der Bürger hierher. Ja. Es war Vorgänger dieses Bücherschrankes, war eine offene Bibliothek im Zuge eines Kunstprojektes. Und die Augsburger haben dieses Kunstprojekt so sehr genossen und in ihr Herz geschlossen, es hat sich als offene Bibliothek bezeichnet, dass sie gewünscht haben, dass das auch seine Fortsetzung findet. Ja, und auf diese Weise ist dieser Bücherschrank entstanden, bezahlt und als Mäzen aufgetreten ist hierbei eine Stifterin, die Frau Müller-Spengler, ja, die diesen Bücherschrank ins Leben gerufen hat und seine Herstellung
im Jahr 2003 ermöglicht hat. Es ist ein Bücherkreislauf. Ja. Die Leute bringen Bücher. Ja. Auch die Erstausstattung ist dadurch zustande gekommen, dass also Bürger Bücher reingelegt haben und sie dürfen sie mitnehmen. Hier ist alles frei im gegenseitigen Geben und Nehmen. Ja. Eine offene Bibliothek ohne Bibliothekar. Ja. Und es läuft blendend. Wir haben jetzt den 10. Geburtstag dieses Bücherschrankes. Heute fast auf den Tag genau. Und ich kann nur eigentlich berichten, dass es sehr guten Anklang bei der Bevölkerung und bei den Besuchern des Hofgartens gefunden hat. Auf viele weitere Jahre. Well, where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. Dort, wo der altbayerische Kulturraum ganz allmählich ins Schwäbische übergeht, steht diese ehemalige Tankstelle in Greifenberg am Ammersee. Wir haben die Tankstelle jetzt schon seit 20 Jahren gepachtet, weil wir wollten das Ding erhalten. Also das als Location nutzen für sonntägliches Oldtimer-Treffen. Seit vielen Jahren treffen sich Oldtimer-Fans aus nah und fern in Greifenberg. Einfach nur, um zusammen was zu trinken, zu ratschen oder auch ein bisschen rumzuschrauben. Eingeweiht wurde die Tankstelle in den 50er Jahren, damals noch von einem echten Pfarrer. Die heute wenig befahrene Straße durch Greifenberg war vor dem Bau der Autobahn die Hauptverbindung von München nach Landsberg am Lech. Also das Thema, ich bin ja freischaffender Künstler, war einfach die Tankstelle als untergegangene Sache zu betrachten, weil sie nicht mehr genutzt wird. Und dann hebt das eine das andere auf. Dann kommt man einfach auf die Ideen, dass man praktisch die Aquariumoptik macht. Oder untergegangene Tankstelle war das Thema. Und das, und da war eben so die Meeresoptik war da vordergründig. Die Flugzeuge, die haben auch was mit abgestürzten Fliegern zu tun eben. Passt da, weil das alles untergegangen ist. Also, das ist praktisch ein einziges Sammelsurium an Ideen. Und so trifft man sich zu jeder Jahreszeit sonntags ab 14 Uhr in der alten Tankstelle in Greifenberg. Die junge Frau hier heißt Franzi Balfanz. Die 27-Jährige leitet ein Fitnessstudio in Sonthofen im Allgäu. Geboren ist sie in Frankfurt an der Oder, damals noch in der DDR. Ja, ich bin mit 4 Jahren hier rübergekommen sozusagen. Und wir sind vor der Wende im Prinzip noch in den Westen gekommen und wurden dann in ein Hotel einquartiert und haben da 5 Monate gewohnt. Und das war die Heimat, wo ich jetzt eigentlich über 20 Jahre gewohnt habe, und zwar Miltenberg. Das ist in Unterfranken, Rhein-Main-Gebiet. Und ja, jetzt bin ich vor knapp 12 Monaten, ein Jahr, hier nach Sonthofen gezogen.
Franzi Ballfanz ist eine der schönsten Frauen im Allgäu. Sie arbeitet auch als Fotomodell und irgendwie ergab es sich, dass sie für die Jubiläumsausgabe zu 40 Jahren Playboy in Deutschland fotografiert wurde. Ich hatte damals eine Frau bei einem Fitness-Shooting gesehen und die hat einen ganz guten Draht zum Playboy. Und in Kütai war eine Wohltätigkeitsveranstaltung und da hat sie mich dann wieder mal gesehen gehabt und hat mich auch gleich einer Frau, die in der Redaktion von Playboy im Prinzip arbeitet, vorgestellt. Und dann wurde ich eingeladen zum Bilderschießen, also Probebilder sozusagen. Die wollten einfach mal schauen, wie es unter den Klamotten aussieht und ja, dann war der Vertrag eigentlich auch schon unterschrieben. Bayerisch-Schwaben zeichnet sich vor allem durch seine historisch bedingte Kleinteiligkeit aus. Hier eine freie Reichsstadt, da ein österreichisches Territorium, dort wieder etwas ganz anderes. Kaum blickt man um die Ecke, entdeckt man schon wieder ein neues Kleinod, wie hier zu sehen der kleine, aber feine Rokokogarten in Schlipsheim, einem Ortsteil von Neuses. Ganz im Norden des Bezirks Schwaben findet man eine der schönsten Kirchen in Bayern, die Wallfahrtskirche Maria Brünnlein. Sie wurde im 18. Jahrhundert am Ortsrand der Stadt Wemding errichtet. Im Inneren wurde die Rokokokirche von Franz Josef Roth, Bauherr des Deutschherrenordens, gestaltet. Der Altar mit dem Gnadenbild unserer lieben Frau wiederum ist ein Werk des Tiroler Bildhauers Johann Josef Meyer. Die Wallfahrt zur Wemdinger Maria findet auch heute unverändert statt. Ein weiteres kulturelles Kleinod im Norden von Bayerisch-Schwaben ist der Wörnitzsteiner Kalvarienberg. Durch einen Torbogen gehen die Gläubigen über Stufen aufwärts. Entlang des Weges finden sich dann Kreuzgangstationen. Diese bestehen aus Dolomitsteinen aus Wachenzell bei Eichstätt. Die Stationen wurden teils von einem Donauwörther Bildhauer, teils von einem Bildhauer aus Buchdorf gestaltet. Am Ende des Kreuzgangs thront dann hoch oben eine Barockkapelle. Das kulturelle Rückgrat von Bayerisch-Schwaben sind seine stolzen, über Jahrhunderte gewachsenen Städte. Eine der schönsten unter ihnen ist Memmingen. Hier sehen wir den Marktplatz der Stadt. Memmingen hat 41.000 Einwohner. Mitten durch die Innenstadt zieht sich der romantische Stadtbach. In kaum einer bayerischen Stadt findet man eine solche Fülle an kunstvollen Wirtshausauslegern wie in Memmingen. Zünfte waren einst einer der Garanten des Wohlstands. Ein zentraler Ort für zeitgenössische Kunst in Bayerisch-Schwaben ist die MEWO-Kunsthalle. Gleich gegenüber dem Bahnhof ist sie zu finden. Wir stehen hier inmitten einer alten Pakethalle. Das Gebäude ist 1901 eröffnet worden als Königlich Bayerische Post. Und seit dem Jahr 2005 betreiben wir es als Kunsthalle, MEWO-Kunsthalle,
als Ort für zeitgenössische Kunst hier in Memmingen. Wir haben gerade eine schöne Ausstellung seit einer Woche laufen, aber wir haben in den letzten 6 Jahren schon verschiedene Wechselausstellungen gehabt, die immer wieder Anlass sein sollen, Memmingen auch als Kunststandort zu besuchen. Und wir sind sehr froh darüber, dass wir mit diesem Gebäude insgesamt 1200 Quadratmeter anbieten können. Das lichte Ambiente der Innenräume des ehemals königlich-bayerischen Postamts lässt die Kunstwerke gut zur Geltung kommen. Ausgestellt wurden auch schon Werke der beiden wohl wichtigsten Memminger Künstler der letzten Jahrzehnte, Josef Madlener und Max Unold. Auch das Landestheater Schwaben ist in Memmingen zu Hause. Die Tradition von Memmingen als Theaterstandort reicht ins Mittelalter zurück. All die Klagen habt ihr sämtlich gehört und geht nur weislich zu Werke, denn es ist ein gefährlicher Mann. Einmal muss ich es wagen und hoffe, ihn dennoch zu bringen. Doch lasst uns andere Dinge besprechen. Es sind gefährliche, gefährliche Zeiten. Denn wie geht es von oben herab? Im Antoniterhaus am Martin-Luther-Platz sind Werke der bedeutendsten Künstlerfamilie in der Geschichte Memmingens ausgestellt, der Familie Striegel. Altäre, Porträtgemälde, vielfältig ist das künstlerische Erbe der im 15. Jahrhundert wirkenden Künstlerfamilie Striegel. Herausragend unter all den Striegels war der Maler Bernhard Striegel. Wir stehen hier vor einem Bild von Bernhard Striegel, dem bedeutendsten Vertreter der Striegel-Sippe, einer Künstlerfamilie, die zur Spätgotikzeit hier in Memmingen tätig war. Bernhard Striegel zeigt uns hier eine junge Dame, Bildnis einer Dame nennen wir dieses Gemälde. Und es ist von besonderer Schönheit, aber nicht nur, weil die Dame schön ist, sondern weil wir auch hier an einem Übergang uns befinden. Man bemerkt, dass wir eine sehr bewegte Hintergrundlandschaft haben. Und damit ist Striegel ein Vertreter einer neuen Richtung. Er stellt seine Figuren in eine Landschaft und nicht nur vor Brokat-Hintergründen. Den hier zu sehenden Zyklus 4 Jahreszeiten verdanken wir einem anderen wichtigen Memminger Künstler, dem Barockmaler Johann Heiß. Im Gemälde über den Herbst sehen wir Bacchus, den antiken Weingott. Auch andere typische Herbstsymbole wie die Früchte der Ernte oder der etwas im Dunkeln versteckte alte Mann im Herbst des Lebens fehlen nicht. Unser kurzes Stadtporträt von Memmingen beschließt einen Blick in die meistbestaunte Sehenswürdigkeit der Stadt, die Decke des Kreuzherrensaals, herrlich gearbeitet in Wessobrunner Stuck. Rund 12.000 Menschen bewundern den Kreuzherrensaal jedes Jahr. Das Jugendblasorchester Markt Oberdorf spielt Kein schöner Land. Rund 40.000 Musikerinnen und Musiker gehören zum Allgäu-Schwäbischen Musikbund. Ja, der Allgäu-Schwäbische Musikbund dürfte in der Bundesrepublik Deutschland sicherlich der größte und mit auch der traditionsreichste Musikbund sein. 1926 gegründet, natürlich im Allgäu in der Nähe von Kempten. Heute einer der jüngsten Verbände, was das Durchschnittsalter der Musikerinnen und Musiker angeht. Wir haben zwischenzeitlich über 780 Ensembles, ganz junge, ganz kleine, aber auch ganz große Kapellen und sind über den ganzen Regierungsbezirk verbreitet. Und das ist ja ein sehr großer Regierungsbezirk, vom Bodensee, also von Linda angefangen bis Nördlingen, fast an die Grenze nach Mittelfranken. Und da erlebt man dann auch die ganze kulturelle Vielfalt. Das Jugendblasorchester Markt Oberdorf ragt unter all den anderen Musikgruppen in Bayerisch-Schwaben durch viele gewonnene Preise heraus. Sogar bei Weltmeisterschaften hat man schon einen der vorderen Plätze belegt.
mit 10 habe ich mit Klavier angefangen und dann mit 13 habe ich Posaune angefangen. Und das Klavier habe ich jetzt mittlerweile aufgehört, aber Posaune spiele ich immer noch weiter. Ja, mei, ich habe halt in der Grundschule mit Blockflöte spielen angefangen und dann irgendwann hieß es halt, ja, will ich halt ein anderes Instrument lernen und dann mein Onkel und so spielen auch alle Instrumente und dann halt Klarinette angefangen. Dirigent Thomas Wieser hat an der Hochschule für Musik in Würzburg sowie an der Musikhochschule Nürnberg-Augsburg studiert. Seit einigen Jahren dirigiert Thomas Wieser das Jugendblasorchester Markt Oberdorf. Das Tolle ist, dass wenn man mit Amateuren arbeitet, mit gut ausgebildeten Amateuren, das, was man an Ehrlichkeit während eines Konzertes und nach dem Konzert an Gesprächen zurückbekommt, also diese Qualität an Musik, an Klang, die mein Jugendblasorchester hier jetzt auch praktiziert und spielt, das ist was ganz was Tolles, es ist ehrlich. Und das auf der Bühne zu spüren, diese Energie, und auch diesen Willen, diese Einstellung meiner Musiker dann auch zu spüren und zu sehen an den Augen, das ist was ganz was Besonderes. Das Jugendblasorchester Markt Oberdorf tritt je nach Stück und Anlass mal in größerer, mal in etwas kleinerer Besetzung auf. Auch wenn es hier zunächst anders wirken mag, spielt man nicht nur ruhig getragene Klassiker. Fröhlich beschwingte Musik für Volksfeste und Festumzüge gehört ebenso zum Repertoire. Eine eindrucksvolle, ganz und gar bayerisch-schwäbische Erfolgsgeschichte haben Josef Wilhelm und seine Frau, die Belgierin Jennifer Vermeulen, geschrieben. Los ging das Ganze in der Nähe von Augsburg, Anfang der 1970er Jahre. Also ich selbst komme aus der Landwirtschaft, ja, und dort habe ich eben miterlebt, dass die konventionelle Landwirtschaft bei uns, also auch damals schon in den 70er Jahren, also auf dem verkehrten Weg war, ja. Da gab es viele Fehlentwicklungen und als Jugendlicher habe ich dann eben da hautnah miterlebt, dass da immer mehr Kunstdünger eingesetzt wird, immer mehr Insektizide, Pestizide und so weiter. Und da habe ich mir eben Gedanken gemacht, welche Alternativen das es geben könnte. Und mein Vater war damals selbst noch zu jung, ja, der wollte den Hof nicht auf Bio umstellen und deshalb hat sich dann meine Frau und ich, wir haben dann uns auf einen eigenen Weg gemacht und haben einen kleinen Hof gemietet, wo wir dann Biogemüse angebaut haben und haben Holzofenbrot gebacken. Und ja, diese Produkte, die wollte man natürlich auch unter die Leute bringen, ja, weil wir waren selbst eben aufgrund unserer eigenen Lebensweise so von Bio und Naturkost, von gesunder Lebensweise begeistert, ja. Haben gesagt, da wollen wir anderen auch was Gutes tun, ja, unseren Mitmenschen, und haben dann in Augsburg Anfang 75 einen kleinen Laden aufgemacht und diesen Laden haben wir Rapunzel getauft.
Rapunzel war geboren. In der Anfangszeit ein idealistisch wirkender Versuch eines jungen Paares, mit ökologischem Anbau und reinen Lebensmitteln Anhänger zu finden. Außenseiter in einer Landwirtschaft, die damals in den 1970er Jahren noch mehrheitlich an konventionelle Massenproduktion von Lebensmitteln glaubte. Ja, da haben sehr viele über uns gelacht, da haben alle immer gesagt, die Müslis oder so, also wir wurden da nicht so ernst genommen, ja. Aber das hat auch Vorteile gehabt, vor allem auch noch mit unserem Firmennamen Rapunzel, da haben ja viele dann ein bisschen drüber gelächelt, so Rapunzel oder so, klingt das so märchenhaft, ja. Aber ich fand das auch gut, weil die Deutschen sind ja so überernst oft und da ist gut, wenn man manche Dinge ein bisschen lockerer sieht und das hat uns auch geholfen auf unserem Weg, ja. War auch, denke ich mir, hilfreich, ja. Heute ist das ökologische Bewusstsein in der deutschen Bevölkerung längst anders. Jedenfalls in Teilen davon, und davon können Biounternehmen wie Rapunzel ganz gut leben. Um die 300 Mitarbeiter hat Rapunzel an seinem Hauptstandort im Allgäuer Markt Legau, nahe der Grenze zu Baden-Württemberg. Je nach Saison kommen noch einige Dutzend Kräfte in der Türkei dazu. Verschiedene Artikel stellt man her, vom Brotaufstrich über getrocknete Früchte bis zum Leinöl. Eigene Läden hat Rapunzel übrigens nicht. Man vertreibt die Produkte über Naturkostläden und Reformhäuser. Soweit es geht, bezieht man die Rohstoffe aus dem näheren Umland. Hier ist ja überwiegend Milchwirtschaft, ja. Und da war es für mich sehr schön, also mitzuerleben, dass durch unseren Anstoß sich auch in dem Dorf, wo ich auch lebe, in Kimratshofen, das ist ein Ort weiter von hier, ja, dass sich da im Laufe der Jahre also über 30 Bauern jetzt auf Bio umgestellt haben. Ja. Wir verlassen das Allgäu und kommen nach Mittelschwaben. In Emmersacker im Landkreis Augsburg treffen sich die Mitglieder des Dreschervereins Emmersacker und der Dreschflegelgruppe aus dem Nachbarort Boxberg. Zum Ratschen, vor allem aber zum Dreschen nach alter Tradition. Mit Dreschflegeln bearbeitet man das Getreide so lange, bis am Schluss die Körner vom Stroh getrennt sind. So hat man früher ja das ganze Korn gedroschen. Dann sieht man mal, was das für eine Arbeit war. Und was halt mit dem Dreschflegel, hat man natürlich nicht diese Leistung, was man heute mit den Maschinen hat. Das ist körperliche Leistung. Und viele Zuschauer meinen dann immer, dass man das Korn zerschlägt mit dem Dreschflegel. Aber es bricht nicht. Wenn er im Untergrund, Holz oder früher in der Tenne, wo man geflegelt hat, war er ein Lehmboden. Lehm. Ja. Und da ist das Korn nicht gebrochen. Nach dem Dreschen kommen die gewonnenen Getreidekörner dann in eine handbetriebene Windfege. Mit Hilfe des erzeugten Windes wird die restliche Spreu vom Weizen getrennt. Große Teile Bayerisch-Schwabens sind übrigens nicht erst seit heute fruchtbares Ackerland. Schon zur Römerzeit galten die damals zur Provinz Rätien gehörenden Landstriche als Kornkammer Roms. Manch ein Mitglied der Dreschflegelgruppe Boxberg kann sich noch gut erinnern an die eigene Jugend, als noch alle zusammenhalfen beim Gewinnen des Getreides. Ja, das war in die 50er Jahre, möchte ich sagen. In die 50er Jahren. Da waren wir noch jung. Naja, haben wir noch mitmachen müssen, ganz klar. Okay. Das war in Rieblingen,
Kreis Wörtingen damals. Naja, da hat man schon hin müssen als Junge. Das waren noch ärmere Zeiten wie heute. Ja. Als dann später Traktoren zur Verfügung standen, konnte man sich das körperlich anstrengende Flegeln mit dem Dreschflegel ersparen. Von Traktorenkraft angetriebene Maschinen sorgten dafür, dass halbautomatisiert das Getreide vom Stroh getrennt wurde. Heute wirken auch diese Maschinen längst altertümlich in einer von gigantischen Mähdreschern geprägten Welt des Erntens. Doch in Emmersacker und Boxberg hat man sich fest vorgenommen, die alten Traditionen auch weiterhin zu pflegen. Wir haben hier eine relativ junge Dreschmaschine. Die stammt ungefähr aus dem Jahre 1960. Das ist eigentlich zu der Zeit, wo die größeren Bauern schon alle Mähdrescher gekauft haben, aber hier die kleineren Nebenerwerbslandwirte haben also hier noch so eine Maschine gekauft. Diese Maschine stammt von der Firma Köttl und Böhm aus Lauingen. Das ist ja hier ganz in der Nähe. Und die Firma Köttl und Böhm war einer der bedeutendsten Erntemaschinenhersteller in der damaligen Zeit. Die Firma existiert heute unter dem Namen Deutz Fahr weiter und stellen im Wesentlichen Traktoren her. Weiter geht es ins Donau-Ried. Das Ried ist ein Donaubett zwischen Donauwörth und Ginzburg etwa. Eine der größten Freilandschaften neben der Lüneburger Heide. Schweigen, das sind Einödhöfe, sind die einzigen Orte menschlichen Lebens in dieser weiten Landschaft. Ihren Namen haben sie oft nach früheren Besitzern. Stoffel-Hansenschweige, benannt nach Christoph, kurz Stoffel, Miller und Hans Kurz, die hier früher mal lebten. Ulrich von Thürheim, im Südrand des Riedes, hat Tristan und Isolde hier bei uns vollendet, nicht irgendwo in Deutschland. Bei uns ist Tristan und Isolde vollendet worden. Und der junge Bert Brecht hat in der Zeit des Ersten Weltkrieges seine ganze Jugendzeit im Donau-Ried verbracht. Also es ist auch eine Kulturlandschaft, nicht nur eine Landschaft, die man einfach nutzbar machen will. So richtig zu beneiden sind die Bewohner der einsamen Schweigen im Donau-Ried auch nicht. Bedenkt man, dass das wasserreiche Gebiet an vielen Tagen des Jahres ein echtes Nebelloch ist. Und auch der Boden ist nicht für jede Art von Anbau optimal geeignet. Eines der Produkte, die im Donau-Ried aber sehr gut gedeihen, ist die Zuckerrübe.